Ach Mann, das ist mir alles zu viel. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Hallo Kinder, schön, dass ihr da seid. Eigentlich beginnt jetzt Bibelfesttraining und ihr seid ja da, aber naja, der Kai fehlt noch. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wo der ist. Ich glaube, ich rufe den mal an. Auch das noch. Katharina. Ja? Kai, du, wir wollten uns eigentlich zum Bibelfesttraining treffen. Du, die Kinder warten schon und wo bist du? Was? Bibelfesttraining? Oh, Katharina, nee, ich hab hier ein Riesenproblem. Ich sehe gar nichts anderes mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ach Mensch, was ist denn los, dass du nicht zum Bibelfesttraining kommen kannst? Na, pass auf. Als erstes ist heute früh nämlich Folgendes passiert. Und dann ist noch dieses Riesenproblem hier. Und ich weiß einfach nicht, wie ich das machen soll. Es ist mir gerade einfach alles zu viel. Deshalb kannst du nicht zum Bibelfesttraining kommen? Sag mal, Katharina, ich glaube, du hast mir gerade nicht zugehört. Ich habe hier ein echtes, richtiges, lebendiges Problem. Du, ich habe dir schon zugehört und du hast mir ja auch alles erzählt und auch das von 3 Jahren. Aber mal ganz ehrlich, hast du das eigentlich schon mal mit Gott besprochen? Oder hast du mal gebetet? Wann hast du das letzte Mal gebetet? Gebetet? Nee, oh, ich hab gar keine Zeit zum Beten. Ich hab gar keine Lust zum Beten, weil ich habe hier ein Problem. Na eben, na weißt du was? Jetzt kommst du erst mal her und dann reden wir über dein Problem. Und können vielleicht auch beten. Ja gut, es ist okay, ist okay. Katharina, ich komme jetzt vorbei. Ja, warte kurz, ich bin gleich da. Ne? Okay, bis gleich. Oh, hallo Katharina, Mensch, hallo Kai. bin ich ja hier. Hallo Kinder, tut mir leid, ich habe gerade ein Riesenproblem zu Hause und ich habe es der Katharina gerade schon am Telefon gesagt. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, aber es ist schön, euch zu sehen. Ach Kai, schön, dass du da bist, dass du gekommen bist. Echt. Weißt du, ich habe manchmal auch ganz schöne Probleme und Schwierigkeiten. Wirklich, ich kann dich verstehen, ganz ehrlich. Aber weißt du, wenn es dann so ist, dann gehe ich damit zu Jesus. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel in Römer 12, Vers 12, was richtig Cooles da geschrieben steht. In Römer 12? Du meinst so, die Römer, die aus Rom. Katharina, wie sollen mir denn jetzt 12 Römer helfen? Und wo soll ich denn jetzt 12 Römer herkriegen? Ist doch alles zu. Hast ja recht. Es hat ja nur indirekt was mit den Römern zu tun. Das meint den Brief an die Römer, der in der Bibel steht. Ach so, dann war das jetzt ja nichts. Römer 12, Vers 12. Was steht denn da? Du, da steht, freut euch in der Hoffnung, Freut euch in der Hoffnung, ja? haltet durch in Problemen. In Problem, Katharina. Kinder, ich habe ein Problem zu Hause. Das ist, Kai, warte. das ich, ja. Es geht noch weiter. Okay, Es bleibt nicht bei oh, dem Problem Entschuldigung. Ich habe, stehen. ja, Echt? ich bin noch Und so mit meinem Problem. bleibt beständig im Gebet. So geht's Im weiter. Gebet. Du meinst, das Gebet ist eine Antwort auf das Problem. Genau, weißt du, alleine mit unseren Problemen, das ist wirklich problematisch. Und das ist schwierig. Aber wir haben ja Jesus und Jesus ist immer stärker als ein Problem. Und du hast es genau richtig gesagt, Gebet ist die Antwort auf jede Schwierigkeit. Und diese Schwierigkeiten und Probleme, die sollen uns einfach nicht abhalten vom Beten. Und ich glaube, hier dein Problem da, das wollte dich gerade ganz schön abhalten vom Beten. Mein Problem wollte mich vom Beten abhalten. Ha, das hat es wirklich gemacht. Sag mal, was hast du gesagt? Das Gebet ist immer die richtige Antwort auf ein Problem. Ja, Ach, das ist toll, das muss ich mir genau. merken. Das könnt ihr euch mal aufschreiben. Gebet ist immer die richtige Antwort auf ein Problem. Du Richtig. sag mal, da gibt es doch bestimmt auch eine Bibelgeschichte. Da gibt es eine coole Geschichte Echt? von einem, der hatte wirklich, also wirkliche Schwierigkeiten. Da war dein Problem gar nicht so groß. Können wir uns die mal angucken? Na klar,
Das ist die Geschichte von Daniel und die können wir uns jetzt angucken. Dann gucken wir uns die Geschichte von Daniel mal an. Vielleicht hast du schon mal von Daniel gehört. In der Bibel gibt es ein eigenes Buch über Daniel mit 12 Kapiteln. Er hat eine ganze Menge mit Gott erlebt und Gott hat das aufschreiben lassen, damit du daraus lernst und gute Entscheidungen treffen wirst. Wir schauen uns mal ein paar Situationen aus seinem Leben an. Daniel lebte zur Zeit König Joachims in der Stadt Jerusalem. Jerusalem gehörte damals zu Juda. Er liebte Gottes Wort und sein Herz gehörte ganz dem einen ewigen Gott. Damals, 606 vor Christus, das ist vor 2627 Jahren, wurde Jerusalem von den Babyloniern unter dem König Nebukadnezar angegriffen. Die Stadtmauer wurde zerstört, alle Schätze geplündert und ein Teil der Bevölkerung wurde in die Verbannung nach Babylon getrieben. Da war auch Daniel mit dabei. Viele Wochen und Monate mussten die Verbannten durch die Wüste laufen, bis sie in Babylon ankamen. Viele sind unterwegs gestorben. Jetzt war Daniel in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, mit einer fremden Sprache. Herausgerissen aus seiner Heimat wusste er nicht, was nun kommen wird. Sklaverei vielleicht? Gefängnis? Tod? Daniel und 3 seiner Freunde wurden ausgewählt, um persönliche Diener des Königs Nebukadnezar zu werden. Das hatte Gott so geplant, ohne dass Daniel darüber Bescheid wusste. Dann hatte Daniel plötzlich aber wieder ein großes Problem. König Nebukadnezar wollte wegen eines Traumes, den er hatte, alle Berater und alle weisen Männer umbringen lassen. So auch Daniel. Diese Geschichte könnt ihr in Daniel 2 ausführlich lesen. Daniel geht mit seinem Problem zu Gott. Darüber freut sich Gott. Er hilft Daniel, dem König seinen Traum zu erklären. Der König ist davon so begeistert, dass er ihn danach zum Obervorsteher aller Berater und Statthalter in der Provinz Babel macht. Seine Freunde haben aber auch echte Schwierigkeiten und ein großes Problem. Sie wollten nicht die Statue des Königs anbeten, die er aufstellen ließ, sondern nur Gott, so wie es im ersten Gebot steht. Der König, der wurde so wütend, dass er sie in einen Feuerofen werfen will. Also das ist nun ein echtes Problem. Diese Geschichte könnt ihr in Daniel 3 ausführlich lesen. Und auch hier hilft Gott seinen Kindern. Und am Ende werden die 3 Freunde von Daniel sogar vom König geehrt und bekommen Macht im Land. Dann kommt ein neuer babylonischer König auf den Thron, Belsazar. Aber das Reich der Babylonier wird unter dem neuen König von den Medern und Persern erobert. Wieder hat Daniel ein großes Problem, denn er ist Obervorsteher aller Berater des Königs. Somit ist er für die Meder und Perser definitiv ein Feind. Und jetzt sind wir am Punkt unserer heutigen Bibelgeschichte angekommen. Der neue König der Meder und Perser heißt Darius. Daniel war mittlerweile ein alter Mann geworden. Sein Herz gehörte aber nach wie vor ganz Gott. König Darius hatte 120 Statthalter in seinem ganzen Reich eingesetzt. Über diese 120 Statthalter hatten 3 Bevollmächtigte des Königs Darius die Aufsicht. Und einer dieser 3 war Daniel. Er hatte nach dem Zerfall des Babylonischen Reiches keinen Schaden genommen, sondern hatte auch unter dem neuen König sein Berateramt behalten. Das hatte Gott so gewirkt. Und weil Daniel im Gegensatz zu den anderen Statthaltern und Aufsehern treu und gewissenhaft war, überlegte Darius, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches anzuvertrauen. Das wollten die anderen unbedingt verhindern. Aus Neid suchten die königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel. Sie suchten und suchten, sie überlegten, hat er vielleicht etwas gestohlen oder hat er jemanden bestochen oder hat er Bestechungsgeld angenommen. Sie suchten und suchten, aber sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder zur Beschwerde. Denn Daniel war sehr treu in dem, was er tat. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können, und das ist sein fester Glaube an seinen Gott. Denn sie wussten, dass Daniel regelmäßig betete und alle Probleme und alle Schwierigkeiten mit Gott besprach. Da dachten sie sich eine gemeine List aus.
Sie gingen zum König und sagten ganz freundlich: Lang lebe der König Darius! Wir haben einen grandiosen Vorschlag für ein ganz neues Gesetz. Dieses Gesetz soll dich, o großkönigliche Majestät, ehren. Es soll hervorheben, was du für ein wunderbarer Herrscher bist. Denn allein durch deine weise Regierung ist das Land der Meder und Perser aufgegangen wie eine prachtvolle Blüte. Oh, dem König Darius gefielen diese Worte sehr. Er fühlte sich geschmeichelt. Und er fragte: Was für ein Gesetz soll das denn sein? Da sagten die Männer: Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich an irgendjemand anderes eine Bitte richtet, sei es ein Gott oder sei es irgendein Mensch, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Lasse dieses Gebot schriftlich in einer Urkunde festhalten und bestätige es mit deiner Unterschrift, damit es nicht geändert werden kann. Nach dem Gesetz der Meder und Perser ist ein solches Gesetz unwiderruflich. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und er unterzeichnete es. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Daraufhin ging er in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo ein Fenster, das nach Jerusalem zeigte, immer geöffnet war. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder und er dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich tat. Da kamen jene Männer herein. Sie meinten, Daniel wäre ihnen in die Falle gegangen. Schnell liefen sie zum König und erinnerten ihn an sein Gesetz. O König, sagten sie, hast du nicht ein Gesetz unterzeichnet, dass jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich an irgendjemand anderen eine Bitte richtet, sei es ein Gott oder ein Mensch, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Jawohl, antwortete der König voller Stolz, dieser Beschluss steht fest. Es handelt sich um ein Gesetz der Meder und Perser und kann nicht widerrufen werden. Da berichteten sie ihm: Daniel, einer der Gefangenen aus Judäa, missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Er muss sterben. Als der König das hörte, fuhr es ihm ins Herz, denn er mochte Daniel sehr. Den ganzen Tag versuchte er, einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Aber als die Sonne unterging, hatte er noch keinen Ausweg gefunden. Da kamen die Männer ungeduldig zum König und machten ihn darauf aufmerksam, dass es nach dem Gesetz der Meder und Perser unmöglich sei, irgendein Verbot oder Gesetz, das der König unterschrieben hatte, zu ändern. Sie forderten den Tod von Daniel ein. Da befahl der König schweren Herzens, Daniel herbeizubringen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm: Dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. Dann kehrte er traurig in seinen Palast zurück. Er fastete die ganze Nacht und er konnte keinen Schlaf finden. Schon beim Morgengrauen stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon von weitem: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du so treu dienst, vor den Löwen gerettet? Daniel antwortete ihm: Lang lebe der König, mein Gott hat mich gerettet. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Da befahl der König: Bringt sofort die Männer, die diesen bösen Plan geschmiedet haben. Werft sie in die Löwengrube. Die Löwen stürzten sich auf sie und zermalmten ihre Knochen. Danach verfasste König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen der ganzen Welt und teilte ihnen mit: Friede und Wohlergehen euch allen. Ich befehle allen Bürgern meines Reiches, dass sie vor dem Gott Daniels Ehrfurcht haben sollen, denn er ist der lebendige Gott und er bleibt für alle Zeiten bestehen. Sein Reich kann niemals zerstört werden und seine Herrschaft endet nie. Er befreit und rettet sein Volk, er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Dieser Gott hat Daniel aus den Klauen der Löwen gerettet. Und Daniel wurde hochgeachtet unter der Herrschaft des Königs Darius und auch unter der Herrschaft des nächsten persischen Königs Kyros. Das war ja eine tolle Geschichte. Katharina H.
Fand ich auch. Was der Daniel erlebt hat, Vertreibung aus der Heimat und die ganzen Probleme, der hat ja wirklich richtige Probleme gehabt. Da ging es ja richtig um Leben und Tod. Aber Katharina, weißt du, was ich toll fand? Die Lösung war ja immer zu jedem Problem von dem Daniel, dass er beten gegangen ist. Ja, diesen Vers, den die Katharina vorhin auch gesagt hat, dass Gebet immer die richtige Antwort auf Probleme ist. Der hat sich nicht abhalten lassen. Nee, obwohl er ja wirklich ein Riesenproblem vor sich hatte, das mit den Löwen. Aber er hat sich nicht abhalten lassen. Genau. Und wisst ihr, im Grunde, ich freue mich gerade richtig über die Zeit, die wir haben, auch wenn wir so Probleme und Schwierigkeiten haben, wenn es für manche für euch schwierig ist, jetzt zu Hause zu sein mit dem Homeschooling. Man hat den Lehrer nicht so, der kann es nicht erklären. Ihr habt vielleicht Probleme in Mathe oder was gibt es noch für Probleme, Katharina? Naja, dass man seine Freunde nicht sieht, dass man sich alleine fühlt oder dass es Streit in der Familie gibt, weil man so viel zusammen ist. Oder? Ja. Aber wisst ihr, wenn wir damit zu Jesus kommen, dann trägt er uns durch und dann hilft er uns. Und dann erleben wir wiederum, dass Jesus unser Retter ist, unser Freund, unser Helfer. Und das wiederum stärkt unseren Glauben, dass wir dann bei dem nächsten Problem mehr Zuversicht haben und mehr Glauben haben. Unser Glaube wird gefestigt, wenn wir mit dem Problem zu Jesus kommen. Genau, und deshalb ist es eigentlich toll, dass wir gerade eine Zeit haben, wo wir unsere Probleme Gott hinlegen und wir werden merken, dass Gott uns wirklich dahin durchträgt. Da gibt es eine richtig tolle Bibelstelle dazu auch. Und zwar steht die auch bei den Römern, im Römerbrief, in dem Kapitel 3, Vers 5. Und das lese ich mal vor, da steht, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung, also dass Gott uns wirklich hilft. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, das hat Gott hier versprochen. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit Liebe erfüllt. Und das ist eigentlich genau, das stimmt zusammen mit dem Bibelvers, den du vorhin gesagt hast, mit dem Römer 12, Vers 12. Wollen wir den nochmal aufsagen? Oder? Den sagen wir nochmal auf, ja. Genau. Also freut euch in Hoffnung. Freut euch in Hoffnung. Haltet durch in Problemen. Haltet durch in Problemen. Und bleibt beständig im Gebet. Bleibt beständig im Gebet. Das ist das, was uns in den Problemen durchhalten lässt. Wenn du ein Problem hast, dann gehst du damit zu Gott. Und wenn du betest, wirst du merken, Gott ist treu und er hilft dir dadurch. Es kommt Frieden in dein Herz, es kommt neue Hoffnung, es kommt Kraft. Und wenn dann das nächste Problem um die Ecke kommt, dann weißt du, aha, Gott ist treu. Er hat das letzte Mal geholfen, er wird auch dieses Mal helfen. Und dann betest du wieder. Dann werden wir stark im Glauben, so wie der Daniel das gemacht hat. Und dann lassen wir uns von Problemen nicht mehr umschmeißen, sondern wir wissen, wir beten und Gott ist treu. Wenn wir nicht beten, sondern sagen, oh, mein Problem, dann fehlt uns natürlich auch die Hoffnung und dann fehlt uns die Freude. Und wenn wir keine Freude haben, haben wir auch keine Kraft. Und wenn wir dann nicht beten, dann haben wir dem Problem auch nichts entgegenzusetzen. Und dann ist das Problem richtig groß. Genau. Ich fand die Bibelgeschichte total klasse. Ich denke, wir können auch so eine tolle Sachen mit Gott erleben, wenn wir beten. Und dann können wir das unseren Freunden erzählen. Hey, ich hatte dort ein Problem und dann ist das und das passiert. Und diesen Bibelvers, den können wir doch auswendig lernen, oder? Ist nicht so schwer. Ich denke, das kriegt man hin. Genau. Und gibt es da auch Bewegung dazu? Ja, wir können ihn mit Bewegung machen. Genau. Dann machen wir das mal. Wir räumen mal kurz ein bisschen auf und dann lernen wir unseren Bibelvers. Okay, liebe Kinder, jetzt kommt unser Bibelvers zum Lernen und Mitmachen. Also, das meint alle mal aufstehen. Und er steht ja in Römer 12, Vers 12. Und los geht's. Freut euch in Hoffnung, haltet durch in Problemen, bleibt beständig im Gebet. Wir machen es gleich nochmal, dass ihr das gleich richtig gut lernen könnt und dann auch noch ein paar Mal wiederholen könnt. Römer 12, Vers 12. Freut euch in Hoffnung,
Halte durch in Problemen. Bleib ständig im Gebet. Das ist ein toller Bibelvers. Ich werde ihn selber jetzt auch auswendig lernen, weil es ist, ich habe da jetzt schon richtig Lust drauf, auf das nächste Problem und damit zu Gott zu gehen und dann zu gucken, was Gott damit machen wird, so wie es in der Bibel steht. Genau. Und der Daniel, also der ist auch ein richtig großes Vorbild so für uns, ja, dass er mit all seinen Problemen zu Gott gegangen ist, und das machen wir jetzt auch. Wir beten jetzt noch zusammen. Du kannst, wenn du irgendein Problem hast, wenn dich irgendwas beschäftigt, wenn dich irgendwas bedrückt, dann kannst du das jetzt machen. Kannst du deine Augen zumachen, kannst deine Hände zu Gott heben, kannst dein Herz vor ihm ausschütten. Wenn du keine Probleme hast, hey, dann sei dankbar, dann bring dein Dank zu Gott. Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort, wir wollen dir Danke sagen für deinen Geist, den du in uns gelegt hast. Wir wollen dir Danke sagen für deine Treue, dass du versprochen hast, dass du dich um jedes Problem von uns kümmerst. Herr, das ist so großartig. Wir freuen uns, deine Kinder zu sein. Wir danken dir für deine Kraft und für deine Stärke. Und vor allem danken wir dir für deine Liebe, mit der du uns von ganzem Herzen liebst. Und Jesus, danke, dass wir wirklich wissen dürfen, dass du größer bist, dass du stärker bist als jedes Problem. Und danke, dass wir den Glauben haben dürfen, dass du dich um uns kümmerst und dass dir auch unsere Probleme nicht zu groß oder zu schwer sind, sondern dass du sie ja lösen willst, dass wir sie zu dir bringen können, immer und immer. Und danke, dass du neu unseren Glauben stärkst, dass wir wirklich auch beständig beten und im Gebet bleiben und uns kein Problem davon abhalten darf. Und wir geben dir unsere Herzen hin und danken dir jetzt für die Zeit, die wir noch haben in deiner Gegenwart und mit dir. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm in mein Herz. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm in mein Herz. Nochmal. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm in mein Herz. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm in mein Herz. Du bist mein Tröster. Thank you.
Also Kinder, wir sind wieder am Ende von unserer Bibelfest-Trainingszeit. War echt schön, dass ihr da wart, dass ihr euch nicht abhalten lassen habt, vielleicht von euren Problemen, die euch auch jetzt gerade bewegen, und dass ihr sie bei Jesus jetzt auch lassen konntet und auch weiter. Also wenn ihr jetzt weitergeht, auch in die Woche noch, dann kommt, wenn sich wieder irgend sowas auftürmen will, wie so eine Kiste vorhin beim Kai, kommt damit zu Jesus und lasst euch nicht abhalten im Gebet, weil Jesus ist stärker als jedes Problem und er ist für euch, weil wir seine Kinder sind. Genau. Also dann seid gesegnet und wir freuen uns, wenn wir euch wieder live sehen können, auch hoffentlich bald wieder. Ja. Habt noch eine gute Zeit und bis bald. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Es ist ja gar nicht mehr so groß, das Problem. Ho. Und ist auch gar nicht schwer. Da ist ja gar nichts drin. Ein Problem weniger.